Es gibt einen sehr, sehr bekannten russischen Journalisten und Blogger, der in Anlehnung an den Proustschen Fragebogen seinen Interviewpartnern immer eine Frage als die letzte stellt. Und die ist: Wenn Sie Wladimir Putin treffen würden, was würden Sie ihm sagen? Ich habe entschieden, mit dieser Frage anzufangen. Dass er doch aufhören soll, mit militärischen Mitteln Grenzen in Europa verändern zu wollen, denn damit werden wir keinen Frieden haben. Und vor kurzem noch, vor der Pandemie und vor dem Einmarsch von Russland in die Ukraine, waren wir sicher, dass es für uns als Gesellschaft hier in Deutschland nur einen Weg gibt, und zwar den Weg des Fortschritts, der Verbesserung des Wohlstandes. Und die größte Bedrohung schien eher der Klimawandel zu sein. Und wir dachten, Herausforderung wird etwas Modernes sein, künstliche Intelligenz oder ethische Fragen im Zusammenhang mit der Gentechnik. Wie sehr sind wir als Gesellschaft durch den Krieg zurückgeworfen worden? Ja, wir haben damit auf eine brutale Art erleben müssen, dass wir nicht so fortschrittlich sind, wie wir geglaubt haben. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass es eine Pandemie in Europa noch einmal geben würde, so wie wir in früheren Jahrhunderten die Geschichten von der Pest und so gekannt haben, haben wir gedacht, das passiert in unseren Zeiten nicht mehr. Dann haben wir erlebt und wir sind immer noch nicht. Wir wissen nicht, was die Pandemie noch mit uns machen wird. Im Augenblick sind die Infektionszahlen wieder sehr hoch. Und dass man in Europa wieder einen Krieg führt, so verbrecherisch und idiotisch wie in früheren Jahrhunderten, das haben wir wirklich geglaubt, dass das nicht mehr sein würde. Und deswegen haben wir eigentlich nach 1990 ja gedacht, dass wir keine Vorsorge dafür mehr treffen müssen, dass wir eine Armee nur noch haben, um in anderen Teilen der Welt zu helfen, Stabilität zu produzieren. Die Sicherheit Deutschlands, hat einmal ein Verteidigungsminister der SPD gesagt, wird auch am Hindukusch verteidigt. Jetzt wird die Sicherheit Europas in der Ukraine verteidigt. Und das haben wir uns nicht vorstellen können. Aber jetzt müssen wir es lernen. Können Sie sich noch an den Morgen erinnern, als Sie von dem Krieg erfahren haben? Was ging Ihnen da durch den Kopf oder was haben Sie gefühlt? Naja, man hat ja in den Tagen vor dem 24. Februar schon gemerkt, dass alles Hoffen vergeblich war und dass es stattfinden würde. Man hat ja auch gesehen, dass die Amerikaner sehr präzise vorhergesagt haben, was stattfindet. Man hat ja sich in Europa, auch in Deutschland, ein wenig angewöhnt, den Vorhersagen amerikanischer Nachrichtendienste nicht zu trauen. Gut, wir haben auch schlechtere Erfahrungen gehabt damals mit den Massenvernichtungswaffen im Irak, aber es ist lange her. Diesmal haben sie leider sehr recht gehabt, so wie sie übrigens die Amerikaner in den 80er Jahren das Ende der Sowjetunion, den Zerfall, die deutsche Wiedervereinigung vorhergesehen haben. Das konnten wir uns in Deutschland auch nicht vorstellen. Also insofern war mein Gefühl am 24. Februar nur, jetzt ist es doch passiert. Aber es war nicht mehr, war keine Überraschung. Seit wann haben Sie es anbahnen sehen? Naja, gut. Man hat ja in den Wochen zuvor die Vorbereitungen gesehen und ich bin kein großer Militärexperte. Aber alle, die davon mehr verstehen als ich, haben ja gesagt, ein solcher Truppenaufmarsch, das schafft Fakten, die man nicht mehr ungeschehen machen kann. Da tritt auch ein Automatismus ein. Und im Übrigen hatten wir ja nicht spätestens seit 2014. Wir hätten es viel früher. Im Nachhinein muss man sich fragen, warum haben wir nicht viel früher begriffen, was Putin vorhat und was er betreibt. Und die brutale Entschlossenheit, mit der er das verwirklicht, Schritt um Schritt, was er ja gesagt hatte, nämlich, dass er die
Veränderungen von 1990, 91 rückgängig machen wolle. Ich hab 2014 gesagt, das erinnert leider sehr an die 30er Jahre. Ich bin damals sehr dafür kritisiert worden. Heute will man gar nicht mehr hören, dass ich das damals gesagt habe. Und die, die mich kritisiert haben, wollen nicht mehr hören, dass sie mich dafür kritisiert haben. Wenn man die Geschichte ein wenig, und das ist schon wichtig, dass man aus der Geschichte, dass man die Geschichte kennt, sie wiederholt sich nicht eins zu eins. Aber wenn man aus der Geschichte nicht lernen will, macht man die Fehler wieder. Hitler hatte früh gesagt, dass er das Ergebnis des Ersten Weltkriegs, die Versailler Verträge und die Vorortverträge, die Trianoner Verträge, rückgängig machen will. Die Trianoner Verträge waren nicht sein Problem, war das Problem anderer. Aber den Versailler Vertrag. Er hat schon mit der Rheinlandbesetzung damit angefangen. Dann mit dem Anschluss Österreichs. Der Überfall auf die Tschechoslowakei war eigentlich nur der vorletzte Schritt. Und alle Versuche, ihn durch Verhandlungen zu stoppen, auch durch Nachgeben, durch Kompromisse, haben ihn leider nicht gestoppt, sondern ermutigt auf seinem Weg. Und wenn man die Lehre zieht, ohne dass man jetzt Hitler mit Putin oder Putin mit Hitler vergleichen kann, das habe ich ja auch nicht getan, ich habe nur gesagt, die Konstellationen sind so ähnlich, das sind sie leider auch, dann musste man ja sehen, dass die Parallelen unübersehbar waren. Und wenn man sich an 1938 an München erinnert und an die Hoffnungen, von denen wahrscheinlich Chamberlain wusste, dass sie nicht tragen würden, Peace for our time und Daladier. Und ja, die Amerikaner waren ja auch, konnten auch nicht. Es hätte ja nie eine Mehrheit gegeben für eine andere Politik in den 30er Jahren gegenüber Hitler. Das ist ja die erschreckende Erkenntnis aus der Geschichte. Und auch erst nach dem Überfall auf die Ukraine fing ja langsam das an, was jetzt unser Bundeskanzler als Zeitenwende beschreibt. Ein bisschen spät. Obwohl es zuvor schon Georgien gab oder die Annexion. Ja, natürlich. Wir hätten eigentlich bei Georgien spätestens, wir hätten wahrscheinlich, aber da muss ich auch selber mich schuldig bekennen, wir hätten schon bei der Kriegführung gegenüber den Tschetschenen, den Angriffen auf Grosny, erkennen können, dass es eben nicht ein Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, wie wir das damals, ich war Innenminister, ich habe mit meinem russischen Kollegen gut zusammengearbeitet im Kampf gegen islamistischen Terrorismus, habe ich geglaubt. Aber wenn man ein bisschen kritischer hingeschaut hätte, hätte man ja verstehen können, man hätte es früher erkennen können, aber wir haben es nicht erkannt. Uns nützt auch nichts, jetzt im Nachhinein sich gegenseitig vorzuwerfen, wer hat es früher und wer hat es später erkannt. Das hilft uns auch nichts. Wir müssen jedenfalls jetzt das Richtige tun, wir müssen schneller tun. Ich bin der Meinung, wir hätten schneller und entschiedener handeln müssen. Ich weiß natürlich, dass man sehr genau darauf achten muss, dass man nicht durch unbedachte Schritte in einen neuen Weltkrieg landet. Aber man muss auf der anderen Seite eben sehen, wenn Putin gewinnt, wird er nicht aufhören, sondern weitermachen. Und deswegen verteidigt die Ukraine auch uns. Und deswegen müssen wir sie mehr unterstützen. Haben Sie Ideen, wenn man Putin weitermachen ließe, was wären seine nächsten Angriffspunkte? Darüber soll ich nicht spekulieren. Ich bin auch kein Experte, ich bin auch kein Berater von Putin. Aber ich meine, wenn Sie nach Moldawien fahren, dann wissen Sie, was die Menschen dort denken. Und was die Menschen in den anderen Nachbarstaaten denken, was die Menschen in den baltischen Staaten denken oder die Polen, es ist ja schon hochinteressant, dass die Nachbarn Russlands, übrigens auch Finnland und Schweden, die im Ostseeraum Nachbarn Russlands sind, die haben viel sensibler reagiert. Ich erzähle oft, dass ich ein, zwei Tage nach der Besetzung der Krim bei einem Finanzministertreffen in Brüssel, das hatten wir damals jede Woche, so etwa,
Jedenfalls beim Treffen in Brüssel habe ich meinen schwedischen Kollegen, wie man sich so begrüßt, Anders Borg hieß der damalige schwedische Finanzminister, der sagte, als wir uns begrüßt haben, was machst du mit deinem Verteidigungshaushalt? Und ich habe ihn gefragt, wieso fragst du mich, du bist nicht Mitglied der NATO, mich, den deutschen Verteidigungsminister, nach unserem Verteidigungshaushalt? Und dann hat er gesagt, weil ich den schwedischen Verteidigungshaushalt nach dem Überfall auf die Krim massiv erhöhen musste. Und dann habe ich verstanden, dass andere viel sensibler den Druck Russlands gespürt haben, so wie ja auch Schweden jetzt im Frühjahr sehr früh Truppen nach Gotland verlegt hat. Das haben die Deutschen erst gar nicht verstanden. Die wussten gar nicht, wo Gotland liegt. Man musste auf der Karte schauen, wo liegt es denn, um zu begreifen, warum die Schweden das getan haben. Und jetzt sind Finnland und Schweden Mitglied der NATO. Das ist aus der Geschichte und dem Selbstverständnis beider Länder eigentlich unvorstellbar gewesen. Nun haben viele Menschen in Deutschland Angst, dass die Erhöhung des Verteidigungshaushalts und die steigenden Gaspreise dabei etwas sozusagen auf ihre Kosten geschieht, wenn das richtig ist. Menschen sagen, wie soll ich meine Wohnung heizen oder wie lebe ich nicht von der Hand in den Mund? Das müssen Sie mit jemandem diskutieren, der in der Ukraine in einem Bunker sitzt gegen russische Raketenangriffe. Ich meine, wenn der Friede ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und infolgedessen müssen wir, wenn es richtig ist, dass eben Russland auch unseren Frieden bedroht. Insbesondere, wenn Russland Erfolg hat, wenn Putin Erfolg hat, dann ist es ja noch ein geringes Opfer, was wir bringen müssen. Deswegen habe ich, das muss man den Menschen erklären, wieder und wieder, das ist Aufgabe der politisch Verantwortlichen. Das ist nicht populär, die Menschen wollen lieber in Urlaub fahren. Aber das würden die Menschen in der Ukraine auch viel lieber. Sie haben erwähnt, Sie haben erfolgreich mit Russland gegen den islamistischen Terror gearbeitet. Und dabei habe ich mich erinnert an die erste Rede des damals noch jungen Präsidenten Wladimir Putin im September 2001 vor dem Bundestag. Missbrauchte diese Rede ja massiv dazu, den Krieg in Tschetschenien zu rechtfertigen. Nur haben das wahrscheinlich nicht alle damals so verstanden. Das war ja kurz nach dem 11. September. Und sehr viele Bundestagsabgeordnete haben sehr lange applaudiert. Haben Sie denn auch mit applaudiert damals? Ich vermute ja. Was war Ihr Eindruck von dem damals jungen russischen Präsidenten? Naja, wissen Sie, wir waren ja geprägt durch die Rolle der Sowjetunion unter Gorbatschow. Wir haben ja das Glück der deutschen Einheit, das verdanken wir nicht zuletzt Gorbatschow und seinen Reformen. Der Preis, den die Sowjetunion dafür bezahlt hat, den kennen wir, der war hoch, deswegen ist Gorbatschow in Deutschland beliebter als in Russland, aber wie auch immer. Und nun kommt ein Junge, dann waren wir haben natürlich die Probleme von Jelzin gesehen, ich glaube, er hat ein bisschen zu sehr dem Alkohol zugesprochen und er konnte natürlich der Versuchung und seiner Familie mit dem unglaublichen Anhäufen von Reichtum auch nicht widerstehen. Das ist ja das Problem aller Länder, die in solchen Übergangssituationen sind. Das war in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in dem Maße, aber ein wenig gibt es das immer. Es gibt immer in solchen Krisenzeiten solche, die besonders erfolgreich Geschäfte machen. Später nennt man die dann Oligarchen. Die Ukraine hat damit auch sehr viel Erfahrungen. Das ist ja nicht alles in der Ukraine in Ordnung. Das weiß man auch. Und in Russland war es auch schwer. Jedenfalls haben wir natürlich gehofft, wir könnten Russland auf diesem Weg, den Gorbatschow eingeleitet hat, den Jelzin fortgesetzt hat, nach unserem Eindruck, halten, auch durch Partnerschaft, durch Zusammenarbeit, dass wir alle diese Probleme des Übergangs miteinander gut meistern. Dann kam der Neue, der war dann noch ganz neu und dann
hat er im Bundestag, dann hat er Deutsch gesprochen, das konnte er ja gut. Und hat eine sehr geschickte Rede gehalten. Deswegen hat ihm fast der ganze Bundestag eine Standing Ovation gebracht. Es gibt die Ausnahme, Sie haben das ja mitbekommen bei der Verleihung des Deutschen Nationalpreis, wo auch Ihr Sender ausgezeichnet wurde. Martin Schulz, der hat damals unter Protest den Saal verlassen. Und deswegen habe ich natürlich einen großen Respekt vor Martin Schulz, der damals erkannt hat, was wir damals nicht erkannt haben. Aber das wissen wir heute, dass Putin zu denjenigen gehört hat, die der Meinung waren, 1989, man müsse diese Bürgerbewegung niederschlagen. Also das, was man damals chinesische Lösung auf dem Tiananmenplatz 1987 genannt hat. Ich nehme an, dass Putin dieser Meinung damals schon gewesen ist, wo er ja als KGB-Resident in Dresden das beobachtet hat und vermutlich nicht erfreut darüber war. Glauben Sie, heute die Wiedervereinigung von Deutschland ist vollendet? Was ist schon vollendet? Nichts im Leben, in der Gesellschaft ist so, dass es nicht wieder reversibel ist. Die Wiedervereinigung ist vollendet. Ob die deutsche Einheit vollendet ist, darüber kann man trefflich streiten. Das ist aber auch was für Feuilletons. Aber im Kern sind wir natürlich ein Land. Und warum gibt es dann im Osten von Deutschland so viele Russland- oder besser gesagt Putin-Sympathisanten, ja, auch in dieser Situation, auch jetzt? Weil es die Erfahrungen der Menschen, die in der DDR gelebt haben bis 1990, sind eben andere. Wir wissen ja, wie Propaganda, das können Sie doch heute bei den Russlanddeutschen, die in Deutschland leben, sehr genau sehen. Auch bei mir in Offenburg, ganz an der Grenze, in der Nachbarschaft zu Straßburg. Wir haben eine große Kolonie von Russlanddeutschen. Ich habe Schüler gefragt, mit denen ich diskutiert habe, die aus russlanddeutschen Familien stammen. Habe ich gesagt, wie seht ihr denn den Krieg in der Ukraine? Dann hat mir einer gesagt, ich halte das auch für ganz falsch, was Putin macht. Also ich bin für die Ukraine gegen Putin. Aber er hat gesagt, meine Eltern sehen das ganz anders. Die sind total durch diese Propaganda, sie haben ja kaum andere Informationen, sie sind die einzige Ausnahme in russischer Sprache, die noch ein wenig dagegen macht. Und die ständige Berieselung mit Fake News wirkt ja, wie man sehen kann, auch in Amerika. In Amerika gibt es immer, das kann man sich auch nicht vorstellen, die Hälfte der Menschen glaubt, dass Trump um seinen Wahlsieg betrogen worden sei. Und sie wollen ihn wieder wählen, obwohl inzwischen ja man nicht mehr ernsthaft bestreiten kann, dass er versucht hat, mit Gewalt den Regierungswechsel zu verhindern. Das nennt man Staatsstreich, das ist Hochverrat. Dafür geht man eigentlich in einem Rechtsstaat ins Gefängnis. Und woanders gehört man auch gar nicht hin. Haben Sie Ideen, wie man gegen diese staatliche Propaganda, vor allem im Fernsehen, ankommen könnte? Indem man möglichst freie Medien unterstützt. Das ist, weil Sie ja hier mit heute tun und wofür wir nochmal danken wollen. Ja klar, ob Sie das alleine, man braucht dafür, nur staatliche Medien sind immer falsch. Man braucht freie, man braucht Vielfalt. Die Presse muss sich ja mit ihrer Macht, die sie hat, auch durch die Vielfalt gegenseitig kontrollieren, durch Wettbewerb. Aber wenn eben der Wettbewerb nicht möglich ist, weil es so einseitig ist, weil der Staat so einen großen Einfluss nimmt, dann muss man entsprechende Mittel dagegen setzen. Deswegen müssen wir, denke ich, in dem Propagandakrieg, und der Krieg ist ja immer auch eine Propagandaschlacht, das ist nicht neu, nur die Möglichkeiten heute sind noch einmal ganz andere als in früheren Zeiten. Wir müssen den entschlossener führen und begreifen, dass es so ist. Und verstehen, dass es unsere eigene Sache ist. Denn Putin, dafür ist er gelernter KGB-Experte. Der weiß, wie man eine freiheitliche Gesellschaft unterminiert. Da braucht man gar nicht nur Panzer oder Raketen. Das kann man auch durch Propaganda machen.
Und das ist vielleicht eine genauso große Gefahr längerfristig. Das sehe ich so ähnlich. Und wo wir schon bei Propaganda und ihren Folgen sind, müssten wir wahrscheinlich über die Zeit danach reden, aber ich mache mal einen Schwenk. Sie sind 42 geboren. Das heißt, Ihre 43. Kindheit. Genau. Ich habe 22 verstanden. Nee, 42. Ja, ich wäre ein bisschen alt, ja. 42. Das heißt, Ihre Kindheit und Jugend verlief im Nachkriegsdeutschland. Ja. Und Wladimir Putin hat den Krieg in der Ukraine mit dem Vorwand der Entnazifizierung ja angefangen. Ich wollte Sie fragen, ob Sie aus Ihrer Kindheit und Jugend sich daran erinnern können, wie diese Entnazifizierung tatsächlich in Deutschland lief. Oder gab es etwas? Nein, aber das kann man auch nicht vergleichen. In Deutschland war das, erstmal unser Land war total zerstört. Ein Großteil der Männer waren gefallen oder in Gefangenschaft. Und der Rest war im Zweifel beschämt, so beschämt, dass er gar nicht darüber reden wollte. Wir haben ja darüber nicht geredet. Es haben übrigens auch die Opfer nicht geredet. Das weiß man ja von vielen, von den wenigen, die die KZs überlebt haben und die Vernichtungslager, weiß man ja, dass viele darüber jahrzehntelang nicht reden konnten. Übrigens haben auch Menschen, die lange Jahre in sibirischen Kriegsgefangenenlager waren, wenn sie dann, die letzten sind ja 1955 zurückgekommen, nach dem Besuch von Adenauer in Moskau. Sie haben nicht darüber geredet, was sie an Entwürdigendem aushalten mussten. Das ist ja alles so entsetzlich, dass man darüber auch nicht reden kann. Und die Täter hatten sowieso keinen Grund, darüber zu reden. Und die weder Täter im engeren Sinn noch Opfer waren, aber natürlich alle wussten und gesagt haben, sie hätten nichts gewusst. Das war ja auch so eine Legende. Das wäre nur, oder im Nazi-Deutschland hat man ja noch gesagt, wenn der Führer das wüsste, würde er das nicht dulden. Alles Fake News, würde man heute sagen, nicht? Aber was hat Deutschland geholfen, letztendlich das Land zu werden, was es heute ist? Naja, das zunächst einmal hat uns geholfen, dass wir eine totale Niederlage, wir konnten ja nicht mehr bestreiten, dass wir am Ende waren. Deutschland war ja am Ende seiner physischen, übrigens auch seiner moralischen Existenz. Als bekannt wurde, was in den Konzentrationslagern war, und dann musste man das ja sehen. Und dann hat man eben gesagt, jetzt konzentrieren wir uns auf den Wiederaufbau und kümmern uns um das andere. Lange nicht. Wir haben in der Schule nicht. Ich habe 1961 Abitur gemacht. Frühjahr 61. Wir haben in der Schule nicht über die Nazizeit gesprochen. Und über den Krieg und nicht von Auschwitz. Das kam in den 60er Jahren. Mit einem Abstand kann man darüber reden. Unmittelbar nach dem Krieg ist es schwierig. Und deswegen ist der Vergleich, es gibt keinen Vergleich, denn das. In Deutschland, natürlich hätte es auch in Deutschland, wenn man die Nazis hätte weitermachen lassen, hätten sie bei Wahlen auch noch 10-15% der Stimmen erhalten. Klar, die sind ja nicht plötzlich alle verschwunden, mit einem Tag auf den anderen. Aber das war ja nun auch klar. Und dann gab es der Prozess einer massenhaften Entnazifizierung, ist natürlich immer auch ein sehr bürokratischer Prozess. Und im Übrigen hat man, das haben die Siegermächte, also die Amerikaner, die Briten und die Franzosen in ihren drei Zonen, für die sie Verantwortung hatten, so gehalten in der Bundesrepublik. Und das hat dann auch die Regierung Adenauer so gehalten. Sie mussten ja dieses Land wieder aufbauen mit den Menschen, die da sind. Denn die tot waren, bis hin zu den Widerstandskämpfern. Morgen ist der 20. Juli. Da erinnern wir an das Attentat von Stauffenberg auf Hitler. Aber mit denen konnten sie das neue Land nicht mehr aufbauen. Die waren umgebracht. Die waren noch in den letzten Monaten vor dem Kriegsende von den Schergen Hitlers umgebracht worden. Also mussten sie das Land aufbauen mit den Menschen, die da waren. Vor allen Dingen übrigens mit den Frauen.
was ja das Verhältnis der Geschlechter in der Nachkriegszeit dramatisch verändert hat, was eine unserer großen gesellschaftlichen Veränderungen heute ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber heißt das, dass Russlands wahrscheinlichste Chance auf eine Erneuerung eine totale Niederlage ist oder wäre? Nein, Russland, die russische Geschichte ist ja eine andere als die deutsche. Das kann man nicht vergleichen. Russland hat ja nicht das Glück gehabt, eine stabile Demokratie zu erleben. Das war es im Zarenreich nicht und das war es nach dem Ende des Zarenreiches auch nicht, der kommunistischen Periode. Und die kurze Phase, als Gorbatschow an die Macht kam, 1985, wo er dann, Gorbatschow war ja überzeugter Sozialist, aber er wollte eben Reformen und Freiheit und auf keinen Fall Krieg. Deswegen ist er einer der Großen der Nachkriegsgeschichte, weil wenn jemand den Friedensnobelpreis wirklich verdient hat, dann ist das Michail Gorbatschow. Denn er hat lieber sein eigenes Reich und seine eigene politische Existenz aufs Spiel gesetzt, als einen Krieg zu riskieren. Aber dieses Glück wurde missbraucht, weil durch den Prozess der die Transformation Russlands in eine marktwirtschaftliche Ordnung hat nicht wirklich gut funktioniert. Die konnte in Deutschland funktionieren, weil wir jahrelang unter alliierter Besatzungshoheit waren. Aber es war eben in Russland anders, deswegen man kann das nicht vergleichen. Und wenn wir über den Aufbau der Ukraine, Wiederaufbau der Ukraine sprechen, ich meine hiermit vor allem das Physische, also die Gebäude, die Infrastruktur, was ist Ihre Prognose? Wann könnte man damit anfangen? Sobald der Krieg zu Ende ist, nicht? Also man muss ja jetzt schon, man baut ja jetzt schon zwischendurch auf, aber solange ständig neue Raketen einschlagen, ist das schwierig? Nein, dann muss man natürlich sofort anfangen. Und aus der Ukraine würde man jetzt hören, Sie, Deutschland, hätten ja dazu beitragen können, den Himmel zu schließen mit Raketenabwehrsystemen und besseren Waffenlieferungen. Das hängt ja auch an Ihnen. Ja, ich kann den Vorwurf verstehen, nicht? Aber ich kann auch die Reaktion der NATO, und das ist dann kein Vorwurf an Deutschland, sondern an die NATO insgesamt. Die NATO wollte nicht zum Kriegsgegner Russlands werden, weil daraus wäre die Gefahr eines Weltkriegs natürlich noch einmal größer geworden. Und deswegen hat man den verständlichen Wunsch der Ukraine und auch von Präsident Zelensky, ein Flugverbot über die Ukraine zu verhängen. Das hätte die NATO durchsetzen müssen. Und zwar die amerikanische Luftwaffe, wer denn sonst? Die deutsche Luftwaffe hätte es nicht gekonnt. Und damit wäre Amerika im Krieg mit Russland gewesen. Kann man so oder so sehen, weil... Ja, natürlich kann man so oder so sehen. Aber wenn ich amerikanischer Präsident wäre, würde ich die Entscheidung auch nicht treffen wollen. Und ich glaube, er hätte dafür keine Mehrheit in seinem Land. Sie wissen, wie schwer es Roosevelt gefallen ist. Und erst nach Jahren, man kennt die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wie lange Churchill flehen musste, dass die Amerikaner den Krieg eintreten. Und die Amerikaner haben zwei Weltkriege entschieden. Der Erste Weltkrieg ist erst durch den amerikanischen Kriegseintritt beendet worden. Bis dahin, die hätten sich ja noch einmal jahrelang noch weitere Millionen hingeschlachtet auf den Feldern in Flandern. Und der Zweite Weltkrieg ist auch durch den Kriegseintritt Amerikas entschieden worden, wobei Russland mit seinem großen Potenzial auch eine Rolle gespielt hat. Aber allein hätte das nicht gereicht. Ohne die Amerikaner hätte Hitler den Krieg gewonnen. Und das zeigt die große Verantwortung und die große Rolle, die Amerika gespielt hat. Ob Amerika das in der Zukunft noch spielt, das ist mehr als zweifelhaft. Aber das ist eine andere Frage und eine andere Sorge. Denn ohne Amerika wäre die Welt im letzten Jahrhundert schlechter gewesen. Aber warum ist das zweifelhaft, dass Amerika ihre Vormachtstellung oder ihre Rolle behält? Warum ist das? Na, gucken Sie sich doch die Welt an. Gucken Sie sich die amerikanische Innenpolitik an. Das Land ist tief gespalten. Das war ja auch nicht vorstellbar, dass die Amtsübergabe von einem amerikanischen Präsidenten zum nächsten
in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Toten auf dem Kapitol endet. Und dass ein amerikanischer Präsident, der nicht wiedergewählt wird, versucht dagegen einen Putsch zu organisieren, das konnte man sich nicht vorstellen. Und dass Amerika so tief gespalten ist. Und dann haben wir eben jetzt, taucht ja die große neue weltpolitische Konstellation mit China auf. Im Vergleich zu China ist Russland für Amerika ein kleineres Problem, aber natürlich auch ein großes, zumal Russland eben atomar die am höchsten gerüstete Macht ist, neben den Amerikanern. Welche neue Strategie könnte im Verhältnis zu Russland Handel durch Wandel ablösen? Na gut, Wandel durch Handel ist ja im Prinzip nicht falsch. Aber man muss eben sich im Klaren sein, das funktioniert nur, wenn man nicht naiv ist. Und nicht naiv sein heißt im Verhältnis mit, jedenfalls mit Putins Russland, zu sagen, wir wollen mit euch gute Beziehungen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, aber unter der Voraussetzung, dass ihr bestehende Regeln beachtet, dass ihr Vereinbarungen einhaltet, dass ihr nicht mit Gewalt eure Interessen durchsetzen wollt und auch nicht mit Cyberwar und Propaganda. Aber das machen wir ja zum Beispiel im Verhältnis mit China nicht. Jetzt lernen wir gerade, dass wir auch mit China genau dasselbe sagen müssen. Wir sind an engen Beziehungen mit China. China ist ein großes Land mit einer ungeheuer reichen, langen Geschichte und Kultur. Wir haben großen Respekt vor China, aber wir bestehen auf unserer Sicht von der Universalität von Menschenrechten. Wir wollen China nichts vorschreiben. Und wir bestehen darauf, dass Verträge und Vereinbarungen eingehalten werden. Das ist das Problem mit Hongkong. Da verstößt China gegen das, was es selber sich verpflichtet hat. Das ist eigentlich gar nicht das, was wir von China gewohnt waren. Oder die Provokation im Luftraum über Taiwan. Ja, und jetzt natürlich noch schlimmer mit Taiwan. Das ist eine, wenn sie aus den Provokationen mehr wird, ist es eine, vielleicht eine genauso große oder größere Gefahr für den Weltfrieden, als was wir in der Ukraine jetzt haben. Da wollen wir hoffen, dass die Chinesen wieder davon überzeugt werden können, dass sie dabei bleiben, dass sie sagen, ja, wir halten an dem Ziel fest, das ist ja erlaubt, ein China. Das haben wir Deutsche auch getan. Aber es wird nicht mit Gewalt, sondern nur durch, wenn eines Tages die Chinesen selber und die Menschen in Taiwan entscheiden wollen, sie wollen ein Land sein, dann ist es ihr gutes Recht. Aber sie können, es kann nicht mit Gewalt gemacht werden. Denn wenn wir dieses Prinzip nicht auf der Welt durchsetzen, dann gibt es keinen Frieden. Was wir gegen all diese Verletzungen machen können, beziehungsweise was wir machen, sind Sanktionen. Ivan Krastev, mit dem Sie ja gesprochen haben für Grenzerfahrungen, meinte zu Sanktionen, dass sie, ich habe hier ein Zitat, der Westen verhängt sie, ohne wirklich zu hoffen, dass in diesem Fall Russland seinen Kurs ändert. Seiner Meinung nach sind Sanktionen lediglich eine Möglichkeit für Politiker, ihren Wählern zu zeigen, dass sie moralisch auf der richtigen Seite stehen. Und meine Frage ist, glauben Sie denn an die Wirksamkeit von Sanktionen oder greifen wir zu ihnen aus einer Alternativlosigkeit? Ich meine, Kastner ist ein sehr kluger Mann und deswegen, ich schätze ihn auch sehr, ist an dem, was er sagt, natürlich etwas, was man bedenken muss. Aber wir haben ja nicht viele Alternativen. Wenn wir nicht wollen, dass wir sagen, wir reagieren auf Krieg, indem wir noch mehr Krieg machen, dann müssen wir ja sagen, aber wer Krieg führt, zahlt einen Preis. Und der Preis besteht darin, dass wir mit ihm nicht mehr so zusammenarbeiten wollen. Das kostet uns auch. Zusammenarbeit ist im gegenseitigen Interesse. Aber wer eben
nicht das Prinzip akzeptiert, dass man nicht mit Gewalt seine Interessen durchsetzt, mit dem können wir nicht zusammenarbeiten. Das sind dann Sanktionen. Ob man das Sanktionen nennt oder wie immer. Und natürlich, wenn wir nur sagen, wir machen nur Sanktionen, die uns nicht wehtun, dann lacht sich Putin wahrscheinlich tot. Das wäre auch eine Form, den Krieg gegen Putin zu führen. Dass wir ihn dazu bringen, dass er sich totlacht. Aber vielleicht ist er nicht so humorvoll, dass das Erfolg hat. Nein, das war jetzt eine etwas satirische Bemerkung. Wir sollten Russland sagen, mit Putin wird es, so wie er gelogen hat und so wie er alle Vereinbarungen gebrochen hat, wird es mit ihm sehr schwer sein. Aber wir sollten immer sagen, wir wollen natürlich mit einem Russland, das Regeln, das das Völkerrecht achtet, die eingegangenen Verpflichtungen achtet. Ich meine, die Ukraine hatte einen Vertrag, sie hat die Atomwaffen an Russland übergeben, gegen die Garantie der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen. Das hat Russland unterschrieben und sich nicht daran gehalten. Und das geht natürlich nicht. Also muss man überlegen, wie kann man in der Zukunft das besser machen. Und der Spielraum für Zusammenarbeit, auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wird eben dadurch begrenzt. Und deswegen darf man sich auch nicht abhängig machen. Es war ein schwerer Fehler der deutschen Politik, dass wir uns in der Energieversorgung in einem solchen Maße von Russland abhängig gemacht werden. Wenn man so abhängig ist, wird man erpressbar. Und inzwischen haben wir ja erkannt, dass wir auch von China zu abhängig sind. Also werden wir jetzt behutsam, aber das korrigieren. Gibt es sowas wie einen Handelsplan mittlerweile? Da müssen Sie die Regierung fragen. Aber ich meine, generell hat man ja begriffen, ich habe mich immer gewundert, dass zum Beispiel große deutsche Automobilunternehmen bis zu 50% ihres Ertrags in einem Markt in China machen. Jeder verantwortliche Unternehmer muss eigentlich wissen, dass man solche Risiken, die nennt man Klumpenrisiken, und die sind gefährlich. Deswegen war das langfristig keine kluge unternehmerische Politik, aber es war auch keine kluge deutsche Politik. Sie waren ja auch nie Befürworter von Nord Stream 2, glaube ich. Auch aus diesem Grund schon damals, oder? Ich war nie Befürworter von Nord Stream 2. Das hat mir Frau Merkel ein wenig übel genommen. Ich war ja Mitglied ihrer Regierung und habe das kritisiert. Aber das Recht habe ich mir... Eben weil Sie damals schon verstanden, dass diese Abhängigkeit nicht gut ist. Ja, natürlich. Vor allen Dingen habe ich auch gesagt, wir können ja nicht für ein starkes Europa und für eine starke NATO sein und dann sagen wir... Alle anderen sind zwar dagegen, wir machen es trotzdem. So kann man nicht europäische, atlantische Politik entwickeln. Das war einfach falsch und das habe ich auch kritisiert. Und Sie sind in diesem Jahr 50 Jahre lang Mitglied des Bundestages. Und einmal hat Angela Merkel Sie um den Parteivorsitz gebracht. Und nein, das hat sie nicht. Also nicht Sie, Sie. Nein, Frau Merkel hat mich nicht um den Parteivorsitz gebracht, sondern ich... Sie hatten sehr gute Chancen auf eine Kanzlerschaft. Nein, das ist, als die Regierungszeit von Kohl, dessen engster Weggefährte ich ja gewesen bin in den 16 Jahren seiner Kanzlerschaft, zu Ende war, war ich sein natürlicher Nachfolger. Aber als Kohl vorübergehend sein Ansehen so vorübergehend zerstört hat. Das ist ja heute wieder, hat man ja begriffen, dass diese Affäre im Vergleich zu seinen geschichtlichen Leistungen unbedeutend ist. Aber dann war klar, dass ich als sein Nachfolger auch gescheitert war. Und das hat Frau Merkel richtig erkannt. Das war sehr verdienstvoll, dass sie das erkannt hat. Ich hatte sie ja zur Generalsekretärin gemacht, was eine kluge Entscheidung von mir war. Ich habe sie auch nie bereut. Und deswegen hat sie dann die Partei aus dieser Krise herausgeführt, aus der ich sie damals nicht hätte führen können. So einfach. Und muss sich Frau Merkel jetzt rechtfertigen oder entschuldigen, dass sie sehr lange nicht erkannt hat oder beziehungsweise, dass sie die Bedrohung unterschätzt hat? Das weiß ich nicht. Frau Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin und heute sehen wir die Dinge natürlich anders, als wir sie
vor 16 Jahren gesehen haben, noch, das ist wahr. Aber ich halte wenig von den Diskussionen, wer hat jetzt schon vor 16 Jahren das so oder so gesehen. Frau Merkel hat, sie war eine Anerkannte, sie, ich meine, 16 Jahre lang in einer Demokratie immer wieder gewählt zu werden, ist ein hohes Maß an Vertrauen. Sie hatte in Europa und in der Welt ein hohes Ansehen. Wir haben im Gegensatz zu Amerika auch den demokratischen Wechsel von der Regierung zur Opposition vorbildlich bewältigt. Das ist ja auch ganz selbstverständlich. Das war bei Kohl zu Schröder auch nicht anders. Und von Kiesinger zu Brandt und von Schmidt zu Kohl. Und insofern muss sie gar nichts. Und sie benimmt sich ja, sie war immer eine anständige Frau. Sie hat immer darauf geachtet. Und deswegen hat sie so ein hohes Vertrauen und deswegen muss sie sich nicht entschuldigen. Und ob sie ihre Politik noch von damals erklären will oder nicht, ich habe gelesen, sie schreibt ihre Erinnerungen, dann werden wir eines Tages lesen, wie sie das aus der Sicht zurück betrachtet. Ansonsten muss sie gar nichts. Sie macht nicht den Fehler ihres Vorgängers Schröder, der leider das Ansehen seiner Kanzlerschaft dadurch massiv beschädigt hat, dass er sich von Putin hat anstellen lassen. Man begibt sich als ehemaliger deutscher Bundeskanzler nicht auf die Payroll einer ausländischen Macht. Ich mache einen Schwenk zum Persönlichen. Es war kurz nach der Wiedervereinigung. Sie waren 48, Innenminister. Und die ersten gesamtdeutschen Wahlen standen an. Und sie sind Opfer eines Anschlags geworden. Und seitdem bewegen sie sich nicht so mobil wie vielleicht andere Menschen. Und viele hätten das als sehr tiefen Schicksalsschlag empfunden, hätten zurückgesteckt, wahrscheinlich vielleicht sich ins Private gezogen. Sie haben das offensichtlich nicht gemacht. War das für Sie überhaupt eine Frage? Beziehungsweise wenn ja, was hat Ihnen Kraft gegeben, weiterzumachen? Naja, ich bin ja... Politik ist eine Leidenschaft. Und wenn man die Chance hat, gerade wenn man eine so schwere Verletzung hat und man hat die Chance weiterzumachen, hilft einem das ja. Deswegen war das für mich eher Hilfe als Belastung. Ich bin freiwillig politisch tätig und ich mache es aus Leidenschaft. Wenn man das nicht hat, ist man kein guter Politiker. Und welchen Rat würden Sie Menschen geben, die jetzt wegen des Krieges auch teilweise sehr schwere Verletzungen erleiden, auch Mobilität verlieren, Gliedmaßen verlieren? Haben Sie da einen? Na gut, es gibt nicht immer nur einen Rat. Man darf niemals aufgeben. Das ist in jedem einzelnen Leben unterschiedlich. Wir alle wissen, dass unser Leben begrenzt ist. Kürzer oder länger, aber sterben müssen wir alle. Aber solange wir nicht gestorben sind, sollten wir aus dem, was uns an Leben bleibt, möglichst viel zu machen versuchen. Das ist so gelingt Leben, ganz unterschiedlich, aber nur dadurch gelingt es. Und letztendlich hat man ja auch keine andere Wahl, also außer... Nur schlechtere. Genau, das stimmt. Nur schlechtere. Nein, das ist mein Rat, dass man, wenn man kann, das ist sehr unterschiedlich, wir wissen ja, dass in unseren hochentwickelten Zivilisationen die Zahl der Depressionen, der depressiven Erkrankungen sehr zunimmt. Das alles kann man auch fragen, warum ist das so, nicht? Also ist es wichtig, dass die Menschen begreifen, dass Leben eben nicht nur ist, Spaß haben. Junge Leute fragen immer, wenn man junge Leute fragt, was wollt ihr im Leben erreichen? Ja, viel Spaß haben. Das ist ja verständlich, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist, möglichst viel von dem zu tun, was einem Erfüllung verschafft. Und wenn man vielleicht anderen Menschen hilft. Ich war kürzlich bei einer Veranstaltung in meinem Wahlkreis bei Menschen, die sich der Betreuung von Familien mit schwerkranken Kindern oder auch von Familien, in denen die Eltern Suizid oder... Also solche Familien, die solche schweren Probleme haben, die betreuen einen Hospizdienst für Kinder und Familien. Die Freude, die von diesen Menschen, die täglich mit dem Leid
konfrontiert sind, die sie ausgestrahlt haben, ist etwas, was mich tief bewegt hat. Die sind viel glücklicher als die Menschen, die jetzt am Flughafen sich furchtbar ärgern, dass ihre Reise nach Mallorca, dass sie ein paar Stunden Schlange stehen müssen. Sie könnten auch hier in Deutschland bleiben, dann könnten sie sich den Ärger ersparen und eine bessere Aufgabe machen. Ich danke Ihnen für das Interview. Gerne.